begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar zeige ich euch heute lecker schmecker mal eine Nachspeise. Und zwar ist das eine Himbeer-Baiser-Sahne-Nachspeise, würde ich einfach mal sagen. Es schmeckt wirklich super, super lecker. Ich liebe das. Es schmeckt im Sommer genial und es schmeckt natürlich auch in der kalten Jahreszeit lecker. Wir hatten das jetzt gerade erst Weihnachten wieder. Und da habe ich nämlich gedacht, das muss ich euch unbedingt mal zeigen, weil es geht sehr, sehr schnell und das ist unglaublich lecker. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr für Utensilien braucht. Hier in dieser Glasschale packe ich das Ganze gleich rein, wenn es fertig ist. Nehmt ihr entweder eine Glasschale oder irgendeinen anderen Behälter, wo ihr es reinmachen möchtet. Am besten ist natürlich irgendwas aus Glas, weil ihr werdet das gleich sehen, wie das Ganze dann halt aussieht. Dann sieht man das sehr, sehr schön. Dann brauchen wir noch einen Mixer, um die Sahne gleich steif zu schlagen. Und ich habe dann immer hier noch, oder meine Mama hat das, das ist so ein Behälter, wo man dann die Sahne drin schlagen kann, ohne dass das spritzt. Und an Zutaten, das geht ganz fix. Also ganz wichtig erstmal Baiser. Ich habe die jetzt, das nennt, bei uns nennt sich das Markant, aber das denke ich kriegt ihr überall, ob Plaza, Sky. Ich weiß jetzt nicht, wie die bei euch halten, City Park, überall, wo es halt diese Baiser-Tüten gibt. Das ist so eine 100-Gramm-Packung. Und dann brauchen wir tiefgefrorene Himbeeren. Das sind die, die sind ja zum Beispiel vom Aldi, die sind richtig lecker und die sind auch vor allem günstig. Eine Tüte. Und wir brauchen natürlich, es ist ja Himbeer-Baiser-Sahne, da nehme ich von Hansano die Konditorsahne. Wir haben jetzt hier die Konditorsahne genommen, weil die sich viel, viel besser schlagen lässt. Und das ist auch schon alles, was ihr braucht, also wirklich total simpel. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ja. Also wie sie erst klein. Warte. So, der allererste Schritt ist ganz einfach und macht sogar richtig Spaß. Wir zerbröseln jetzt eine Tüte von dem Baiser und füllen das hier rein. Dass das richtig schön krümelig wird. Das wird nämlich so schichtmäßig. Schön drüber. Der zweite Schritt ist, wir nehmen die Hälfte von unseren gefrorenen Himbeeren und streuseln das hier einmal komplett rüber. Also wirklich, ich sage das auch mit Absicht, es müssen gefrorene Himbeeren sein. Das gibt nämlich nachher diesen Special Effekt beim Naschi. Und wenn ihr diese Nachspeise vorbereitet, dann immer ungefähr 4 Stunden, bevor ihr sie essen wollt. So, dass es schön alles abgedeckt ist. So, das war schon der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist bei uns die Sahne schlagen. Zack, einmal alles hier rein. Ich schreibe euch die Zutaten und Mengenangaben auf jeden Fall unten nochmal in der Infobox rein, dass ihr das nachlesen könnt. Hier ist jetzt pro Sahne sind das 330 Milliliter. Wenn ihr mit dem Schlagen der Sahne fertig seid, meine Kamera ist gerade ausgegangen, Entschuldigung, dann packt ihr einfach die Hälfte von der Sahne auf die Himbeeren und verteilt das schön. So.
Und jetzt wiederholt ihr den Vorgang. Jetzt kommt als erstes die nächste Tüte Baiser. Die wird dann auf der Sahne wieder klein gebröselt. Das macht richtig Spaß. Da könnt ihr mal richtig euren Frust rauslassen. Also, dass es schön puderig wird, wenn mal kleinere Stücke mit dabei sind, das ist nicht schlimm. Und weil der Baiser nämlich von sich aus schon so extrem süß ist, wird weiter nämlich an der Sahne auch nichts gemacht, nicht gezuckert oder sonstiges. Das ist nämlich eine absolute süße Kalorienbombe, aber es schmeckt. Und eure Gäste werden begeistert sein, das sage ich euch jetzt schon. So, ich werde mich mal ein bisschen beeilen, weil mein Akku so extrem blinkt. So. Zack. Und jetzt wieder die Himbeeren, den Rest von den Himbeeren rauf. Die verteilt ihr dann auch wieder schön. Und jetzt kommt oben drauf der Rest Sahne. Es ist so lecker, Leute. Ihr müsst es unbedingt ausprobieren. Und die schlappt sich auch schon die Zunge. Die Schale hat hier an Weihnachten für, wie viele waren wir? Ich glaube 6 Leute. Und die Männer essen ja immer ein bisschen mehr. Auf jeden Fall 2 Teller, weil das ist extrem süß. Und das war's. So, ihr Lieben, das ist jetzt die fertige Himbeer-Baiser-Sahne-Nachspeise. Wie ihr sehen könnt, kann man die Schichten sehr, sehr gut erkennen. Erst Baiser, dann die Himbeeren, dann Sahne und das gleiche nochmal. Und das ist das fertige Endergebnis. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß beim Nachmachen und vor allem guten Hunger. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein paar Bilder posten würdet bei Facebook auf meiner Gefällt-mir-Seite oder bei Twitter oder Instagram. Dann würde ich mich richtig, richtig freuen. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall guten Hunger und vor allem einen ganz, ganz tollen Tag. Bis dann. Tschüssi.